Herzlich willkommen zu einem neuen Spezialvlog. Ich bin heute hier bei der Familie Wollert und möchte euch diesen Betrieb mal vorstellen. Wir haben hier heute den Tag des offenen Hofes, richtig Christian? Richtig. Wunderbar. Und würde ich sagen, dranbleiben und dann legen wir hier gleich mal los. Christian, schön, dass ich heute hier sein kann. Ja, sehr wir gerne. Kennen uns ja schon länger, vom Studium und auch schon davor. Und ja, das hat mich auch dazu gebracht, hier heute das kleine Videochen zu machen, weil ich sehe das ja auch als Auftrag von uns jungen Landwirten vor allem, die Landwirtschaft ins rechte Licht zu rücken und hier mal auch die Vielfältigkeit der Betriebe zu zeigen. Und da würde ich sagen, fang doch einfach mal an, so ein bisschen den Hof vorzustellen. Du bist ja hier, denke ich mal, der potenzielle Hofnachfolger, wenn ich das richtig gefasst habe. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja. Wir machen jetzt zum zweiten Mal einen Tag des offenen Hofes bei uns. Wir nutzen das so ein bisschen als Öffentlichkeitsarbeit, aber auch als Marketing für unsere Milchdirektvermarktung. Gegründet wurde der Betrieb als Wiederanrichter durch meinen Großvater 1990. Ja, mit dem Einstieg meiner Eltern sind wir dann als Betrieb gewachsen, haben mittlerweile 120 melkende Kühe, 300 Hektar Land und sind als Familienbetrieb im Vollerwerb tätig. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach mal so ein bisschen den Hof entlang. Ich schwenke hier mal die Kamera rum. Ja, wir versuchen unsere alten Gebäude, mit denen meine Großeltern oder Urgroßeltern auch alle gewirtschaftet haben, weiterhin zu nutzen. Ja. Das ist mitunter mit der modernen Technik gar nicht so einfach, weil die meisten Traktoren nicht mehr in unsere Gebäude passen. Wir nutzen beispielsweise diesen Stall weiterhin für Kälberhaltung. Wir haben hier unsere Tränkkälber, die in einem Alter von 14 Tagen bis 12 Wochen hier Milchaustauscher bekommen. Und dafür taugen diese alten Gebäude noch sehr gut. Ja. Die Ställe stehen beispielsweise nach jedem Durchgang stehen die für 3 oder 4 Wochen leer. Mhm. Einfach. Hier ist nicht viel Luft drin, im Winter haben wir die Tore zu. Mhm. Das senkt den Keimdruck. Wir müssen richtig ausmachen, richtig Ordnung, Kärchen einmal, kalken alles. Okay. Und nach 3 bis 4 Wochen wird wieder eingestellt und somit haben wir immer noch trotzdem gute Kälber. Früher mal einfach eine Scheune. Das ist weiterhin einfach eine Scheune. Nutzen wir hauptsächlich zum Unterstellen von Technik. Wir lagern selber 140 Tonnen Weizen ein, den wir selber quetschen und an unsere Kühe verfüttern. Das ist hier der Fall. Ja. Und ansonsten stehen hier Kälber drin, wir lagern Stroh ein. Die wird noch viel genutzt, diese alten Gebäude. Hier sieht man schon fein gehäckseltes Stroh. Das wird dann bei den Milchkühen eingesetzt, oder? Wir haben 2 verschiedene Strohmühlen. Mhm. Einmal noch recht lang gehäckseltes Stroh zum Füttern als Grundfutterkomponente und dann haben wir richtiges Strohmehl, was wir für unsere Liegeboxen als Einstreu nehmen. Ja. Wird da noch was zugemischt oder geht das? Ja, die Liegeboxen sind immer Kalkstrohgemisch. Ja. Das erfolgt aber manuell. Okay. So, jetzt sieht man schon, hier ist noch ein bisschen was los. Wir sind ja auch am Ende des Hoffestes. Du hast ja vorhin schon gesagt, gegen Mittag war der Zenit und da war richtig was los. Es ist nur ein Schätzwert, aber es waren um die 1000 Leute hier. Ja, das sind sehr, sehr, sehr zufrieden mit der Resonanz. Und, ich hoffe, man kann so ein schönes Bild der Landwirtschaft nach außen tragen oder wie ein landwirtschaftlicher Betrieb auch einfach funktioniert. Ja. Es soll kein verfälschtes Bild sein, sondern wir wollen die richtige Landwirtschaft zeigen. Und ich denke oder ich hoffe, wir können es auch zeigen. Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das hier eine Landwirtschaft ist, hier macht, vor allem mit der Direktvermarktung auch und der Größenordnung, die der Verbraucher auch auf jeden Fall noch schätzt. Die Resonanz war sehr positiv, das kann ich so viel sagen. Okay, gut. Was habt ihr hier für ein lustiges Event? Naja, zu so einem Event gehört auch ein bisschen Kinderbespaßung mit dazu. Ja. Und wir haben hier eine Strohburg gemacht zu Toben. Okay. Damit Fatis Auto hinterher auch richtig gut aussieht. Wunderbar. Und haben hier ein bisschen Technik ausgestellt, einfach was zu unserem Betrieb dazu gehört. Mhm. Das heißt, ihr habt ja nicht nur Milch, ihr macht auch einen Ackerbau. Wie seid ihr da ungefähr aufgestellt? Wir machen um die 300 Hektar Acker, nochmal 50 Hektar Grünland dazu und erzeugen unser komplettes Grundfutter selber, haben aber weiterhin auch noch Getreide, also Weizen, Roggen, Gerste, Tritikal im Anbau, Raps und Silomais.
Wo habt ihr denn den tollen Lanz her hier vorne? Eigentlich schöne Geschichte. Den Trecker hat mein Urgroßvater 1941 gekauft. Wahnsinn. Ist danach in die LPG gegangen. Mhm. Jemand aus unserem Dorf hat ihn 1975 wieder gekauft und hat ihn jetzt restauriert und steht bei uns im Dorf. Und wir hatten heute mit ausgestellt. Super. Man kann auch mal gut die Relation sehen zwischen einem alten Trecker, alten Flug, neuen Trecker, neuer Flug. Schön, habt ihr noch einen Flug angehalten. Und der gute 35er. Ja, dann gehen wir hier mal weiter. Jetzt kommen wir dahin, wo es interessant ist. Ja, wie du das für richtig hältst. Ja, willkommen in unserem Boxenlaufstall. Den Stall haben wir 1993 gebaut und seitdem immer wieder erweitert. Ursprünglich für 60 Kühe sowie 40 Stück Jungvieh, wurde später erweitert durch einen Anbau. Wir haben einen neuen Jungviehstall gebaut, das Jungvieh wurde ausgesiedelt, es wurden weitere 60 Kühe eingestallt und es wurden dann 120 Kühe gemolken in diesem Stall. Im Jahr 2002 entschieden wir uns dafür, Melkroboter einzubauen. Mittlerweile wächst schon die zweite Generation bei uns. Im vorletzten Jahr bauten wir uns die neuen Leli A4s ein und sind da vollkommen überzeugt und sehr zufrieden mit der automatischen Melktechnik. Wo siehst du den Hauptvorteil? Was wäre denn die Alternative gewesen? Der Hauptgrund, das zu machen, war einfach dieser körperliche Verschleiß durch das tägliche Melken. Als Familienbetrieb galt da auch immer selbst und ständig. Und der Roboter macht nicht unbedingt, dass man weniger Arbeitszeit hat. Man nutzt ihn, merkt halt einfach anders. Ja, der Leli Juno ist unsere neueste Errungenschaft auf dem Weg zum faulen Bauern. Ist natürlich Quatsch. Das Gerät schiebt jede Stunde einmal das Futter ran und ich sage einfach mal, wir sind abends um 7 das letzte Mal im Stall oder 7:30 und morgens um 5 das erste Mal und dazwischen ist niemand da, der das Futter ranschiebt. Ja. Und wir erhoffen uns davon, dass einfach durch diese ständige Vorlage des Futters wir eine höhere Futteraufnahme haben, dadurch natürlich mehr Leistung, aber auch gesündere Kühe. Und das Gerät läuft jetzt seit 2 Wochen bei uns und man kann einfach sagen, fehlerfrei. Seit 2 Wochen, das ist ganz neu und funktioniert total gut. Ja. Sollte es ja auch, wenn es neu ist, aber. Ist ja auch, ne? Was vielleicht noch eine kleine Besonderheit bei uns ist, ist, dass unsere Kühe als Liegematten Wasserbetten haben. Das ist ein System, kommt aus Amerika, wurde von einer holländischen Firma eingebaut. Und da wir aufgrund der nicht befahrbaren Spaltenböden nicht die Möglichkeit haben, Tiefliegeboxen zu machen und beispielsweise jetzt Tiefeinstall zu arbeiten, ist das eine gute Alternative dazu, einen hohen Liegekomfort zu haben. Und die werden zweimal täglich werden die abgefegt und eingestreut und einmal täglich mit Kalk bestreut. Gut, das war der Melkstall sozusagen. Ja, der Kuhstall. Genau. Kuhstall. Wo kommen wir jetzt rein in die Aufzucht? Das ist unser Jungviehstall. Der wurde gut 2 Jahre nach dem Kuhstall gebaut. Die Tiere hier liegen ebenfalls auf Wasserbetten. Die erste Herausforderung ist hier, dass sie überhaupt das Liegen in den Liegeboxen lernen. Ist nicht selbstverständlich, dass sich, obwohl nur weil es da weicher ist, auch da reinlegen. Ja, ja. Und wir haben den kompletten Sommer über einen täglichen Weidegang. Schade, dass wir sie nicht mehr drauf haben. Die waren bis vor 20 Minuten noch draußen. Die gehen tagsüber raus auf die Weide. Ja. Ist eigentlich schön zu sehen, dass wenn wir morgens die Tore aufmachen, dass sie im vollen Galopp rausrennen. Und wenn wir abends die Tore wieder aufmachen, sie auch im vollen Galopp wieder reinrennen, weil hier drin natürlich das Futter liegt. Hier ist unser Offenstall. Den nutzen wir für trockenstehende Kühe und Abkalber. Im Moment haben wir sehr wenige Trockensteher. Wir haben hier bloß 2 Stück. Deswegen haben wir da hinten noch ein paar Kälber eingestellt. Die restlichen trockenstehenden Kühe und auch einige größere Jungrinder sind im Nachbau auf einer Weide. Hier ist unser Kälberstall. Den haben wir in diesem Jahr errichtet. Hier sind quasi unsere Tankkälber, die von der Geburt bis zum 14. Lebenstag in den Kälber-Iglus sind. Und hier quasi von der ersten Milchaufnahme des Kolostrums bis hin zum Umstellen auf Milchaustauscher hier sind. Die haben sogar Namen bei euch. Ja, bei uns bekommt jede Kuh einen Namen. Hat einen züchterischen Hintergrund. Die Herde wurde nur einfach schon von meinem Großvater gegründet. Und da sind einfach Kuhfamilien bei, die sich durchgesetzt haben. Und man erkennt es immer am Vornamen
am Anfangsbuchstaben des Namens, aus welcher Kuhfamilie das Kalb kommt. Das ist vielleicht so ein bisschen Liebhaberei von uns selbst, aber man... Ja, das ist doch ein gutes Zeichen, wenn es da eine Liebhaberei gibt. Ja. Weißt du, was immer das Schwierigste ist für mich, jemandem zu erklären, warum jetzt die Kälber sofort von der Mutter getrennt werden und warum die dann auch so einzeln gehalten werden? Das ist doch gar nicht so schwer, es ist einfach gut für beide. Was macht die Kuh als erstes, wenn ich das Kalb von der Kuh wegnehme? Die fängt an zu fressen. Ja. Vorher beschäftigt sich nur mit dem Kalb und guckt überhaupt nicht auf ihre eigenen Bedürfnisse. Und wir nehmen das Kalb weg in ein steriles Umfeld, versorgen das sofort mit der Wiesenmilch, dass es sofort eine passive Immunisierung hat. Ja. Und die Kuh hat Zeit, sich um sich zu kümmern, um selber zu fressen. Wir versorgen sie mit Kalzium, wir versorgen sie mit Futter, mit reichlich Wasser. Und am Ende haben beide gewonnen. Wir haben eine gesunde Kuh, wir haben ein gesundes Kalb. Wenn du selber der Überzeugung bist, dass du dem Tier was Gutes tust, dann kann das auch für alle anderen aussehen, wie es will. Ich weiß, dass ich das richtig mache. Ja. So, ihr habt ja eure Silo-Anlage. Die genau. Sieht ja auch sehr ordentlich aus. Ja, ist ja auch leer. Gut gekontert, ja. Ist jetzt wirklich gar nichts drin, oder? Nee, so ist es nicht. Wo holt denn ihr jetzt euer Futter her? Wie habt ihr das überhaupt mit der Dürre hinbekommen letztes Jahr? Futter ist nach wie vor knapp. Wir kaufen einerseits Futter zu. Das geht über eine Erbsenpulpe. Aus der Stärkegewinnung kommt das. Ja. Und ansonsten versuchen wir halt so gut wie möglich mit unseren eigenen Mitteln Haus zu halten. Wir haben jetzt unseren ersten Schnitt schon reingeholt. Und ich möchte sagen, der war durchschnittlich, das war okay. Mhm. Und haben unsere Futteranbaufläche vergrößert, um auch aus dem Defizit der Vorjahre wieder rauszukommen. Ja, ja. Ich sag mal so, wir hatten sonst im Anbau für unsere 120 Meter Kühe und Nachzucht 45 Hektar Silomais plus unser natürliches Grünland. Wir sind dieses Jahr auf 60 Hektar hochgegangen, ja, um einfach irgendwas wieder auszugleichen. Ja. Hier ist die Pulpe, ist auch ist nicht so spektakulär, glaube ich, aber wir teilen uns das mit zwei anderen Landwirten. Mhm. Die Pulpe kommt frisch aus der Fabrik, der kommt vom LKW, kippt und ist noch warm. Ja. Und dadurch, dass es ein feuchtes Futtermittel ist, ist die Haltbarkeit sehr, sehr begrenzt. Wir teilen uns den ganzen Haufen mit zwei anderen Landwirten, habe ich schon erzählt. Ja, ist egal. Und kriegen damit ein LKW in der ganzen Woche wirklich Verbrauch, 25 okay. Tonnen. Ja. Und haben es damit somit immer frisch. Eine Woche hält es sich und somit können wir frisches, gutes Futter vorlesen. Es ist richtig ein Teig, es ist feucht. Was ist von den Inhaltsstoffen, sage ich mal, was ist jetzt, worum geht es hauptsächlich? Hier geht es Energie oder was ist Schwerpunkt? Ja, Stärkeerbsen, das ist noch ein bisschen anders als Futtererbsen. Aber es ist sowohl Energie als auch proteinreich. Ja. Das ist der zweite Schnitt vom Vorjahr. Ja. War von der Menge her fast besser als der erste Schnitt im letzten Jahr. Mit der Qualität sind wir auch zufrieden. Wir haben uns in Sachen Futter, Anbau, Futter, Ernte doch gut fortgebildet, weitergebildet, immer andere Sachen abgeguckt bei anderen Bauern. Ja. Und also ich kann euch zumindest von der Futterentnahme auf jeden Fall ein sehr gutes Zeugnis hier ausstellen. Das ist super sauber, ja. Schöne glatte Anschnittsfläche. Genau. So was hast du schon mal gesehen mit so einem Selbstschneider, ne? Ich habe das letzte Mal gesehen, letztes Jahr. Ja. Genau. Grundsätzlich geht es darum, dass wir die großen Massen an Grundfutter nicht mit dem Radlader zuladen müssen, sondern selber damit abschneiden können, eine glatte Abschnittfläche haben. Ja. Ja, und wir kommen mit einem sehr kleinen Radlader aus. Das ist das nächste. Das Kraftfutter für den Folgetag wird am Vortag schon vorgeladen, einfach um morgens zeitig in Gang zu kommen. Ja. Kraftfutterstroh kommt immer schon rein und morgen kommen dann bloß noch die Silagen drauf. Beim kleinsten Futtermittel angefangen, zum größtvolumigsten hin. Damit man es auch gut durchmischt kriegt. Jetzt brauchen wir mal ein schönes Bildchen. Und das ist einer von zwei. Genau, das ist einer der beiden Levi A4. Wie schon gesagt, seit 2002 sind wir mit Melkrobotern am Melken und eigentlich damit sehr zufrieden. Es ist immer eine Frage vom Service. Wenn dir der Roboter auch mal nachts kaputt geht, dass da jemand kommt. Aber das funktioniert sehr gut bei Lili. Die Kuh kommt rein, hat einen Transponder um, wird erkannt. Der Roboter reinigt erst die Zitzen und setzt dann jeden Melkbecher einzeln an. Das funktioniert über einen Laser. Der lasert quasi links und rechts und findet daher die Zitzenposition. Dann wird
jedes Viertel extra ausgemolken. Quasi, wir haben keinen Lindmelken und wir lernen auch jedes Viertel. Und ganz zum Schluss sprüht der Roboter über eine Düse ein Dipmittel, das ist ein jodhaltiges Dipmittel, an die Zitzen, um eine Desinfektion des Euters zu haben und gleichzeitig eine Pflege der Haut. Es erfolgt eine Zwischendesinfektion zwischen jeder Melkung. Das geht über Wasserdampf. Und somit können wir sicherstellen, dass keine Krankheiten oder Keime von Tier zu Tier gegeben werden. Es bleibt alles sehr, sehr sauber und hygienisch. Ja. Und ich denke, was auch ein guter Vorteil von der Melkrobot-Klinik ist, wenn ich jetzt mit einem normalen Melkstand arbeite, mache ich in der Regel zwei Durchgänge. Und hier ist es ja so, dass im Prinzip die Kuh öfter kommen kann, wenn sie eben gerade hochlaktierend ist. Wir sagen, wir wollen mindestens zwei Melkungen am Tag haben. Das können wir darüber sicherstellen, dass wir zweimal am Tag unsere Kühe zum Roboter nachtreiben. Wir gucken quasi Computer, welche Kühe waren noch nicht da. Die werden nachgetrieben und haben im Schnitt 3,3 Melkungen je Tier am Tag. Das heißt, wir haben auch welche, die gehen 4 oder 5 Mal. Ja. Das ist alles möglich und das funktioniert größtenteils über freien Kuhverkehr. Das ist hier dann, was hier gleich um die Ecke kommt, euer kleiner Weidemann. Beladet ihr mit dem den Futterwagen? Das klappt ja. Genau. Der ist echt niedlich. Ja, der reicht aber komplett hin für uns. Und wir müssen, wie war das Thema von vorhin hatten, wir haben unsere alten Stelle auf dem Hof. Mhm. Und der muss ja auch reinpassen. Richtig. So, wo sind wir denn hier? Das sieht anders aus wie bei anderen Milchviehbetrieben. Ja, da bin ich vor eurem Raum. Wunderbar. Hallo. Hallo. Will ich jetzt im Fernsehen? Ja, wenn du willst. Normaler Milchviehbetrieb hat so einen Milchtank wie wir und dann kommt einmal am Tag ein LKW und es geht weg. Was passiert hier jetzt? Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass wir die Milch pasteurisieren und damit haltbar machen. Wir töten die Keime. Wir fahren die Milch direkt in die Märkte. Wir gehen direkt zum Verbraucher und machen das über Milchtankstellen. Unser Betrieb hat 10 Stück an der Zahl und diese beliefern wir alle 2 Tage frisch mit unserer Milch. Ja, das geht mit diesen Verkaufstanks. Wie gesagt, der Ablauf ist, die Milch geht von den eben gezeigten Robotern in den Rohmilchtank, wird dann über die Pasteure erhitzt und in den anderen Tank zwischengelagert und dann über diese Verkaufstanks ausgefahren in die Märkte. Wir haben da Partnerschaften mit Edeka, Kaufland und Real, stehen da in den Märkten drin. Wir stehen in Stendal, Tangermünde, Gardelegen, Salzwedel, Magdeburg und Irxleben. Alle milchführenden Teile sind an den Tanks dran. Alles, was wir in den Automat fahren, alles, was dreckig wird, nehmen wir wieder mit nach Hause und wird auch hier gereinigt. Wir haben in Deutschland nun mal die höchsten Lebensmittelqualitäten und Standards und auch die halten wir hier ein. Das heißt, wie spät ist das eigentlich? 17 Uhr oder so? 17 Uhr, der Tag des offenen Hofes ist vorbei. Alle sind ein bisschen müde, aber alle sind glücklich, glaube ich. Und morgen geht der Alltag wieder los. Was habt ihr denn hier für eine tolle Auszeichnung? Das ist eine Auszeichnung vom LKV Sachsen-Anhalt. Die zeichnen damit Betriebe aus, die nach ihren Kriterien, das ist einerseits Leistung mit Fett und Eiweiß, die durchschnittliche Zellzahl, die Gesamtleistung der gemerzten Kühe und die durchschnittliche Leistung je Nutzungstag. Danach werden die Betriebe bewertet und zu diesen Betrieben dürfen wir uns zählen, zu den 10% besten Betrieben des Landes Sachsen-Anhalt nach diesen Kriterien und das schon seit einigen Jahren und darauf sind wir sehr stolz. Jetzt müssen wir nur noch klären, Christian, wie die Milch ausgeliefert wird. Wir müssen eine Kühlkette einhalten und die müssen wir auch dokumentieren. Wir haben ein Kühlfahrzeug, da wird die Milch mit ausgefahren und auch im Automaten gekühlt. Das heißt, wir können ein Produkt liefern, was mindestens 5 Tage haltbar ist. Ja, Christian, vielen Dank für die Vorstellung von eurem Betrieb. War auf jeden Fall super spannend. Danke, dass du das gemacht hast. Ja, gerne. Und da würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns zum nächsten Vlog. Ciao und auf Wiedersehen. Macht's gut.